Wäre das Jahr 2020 ein Mensch, so wäre es ein Mix aus Joe Exotic, Amy Schumer und Mark Zuckerberg. Gestört, unwitzig und wir alle hängen mit drin. Okay, sprechen wir über den Elefanten im Raum. Hat Carol Baskin ihren Mann wirklich an Tiger verfüttert? Ich wette. Dieses Jahr ist mit Sicherheit nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aus einem Virus irgendwo in China wurde schlagartig eine Pandemie. Urlaub, Festivals, Hochzeiten gecancelt, stattdessen Isolation und Homeoffice. Aber was hat es mit Covid-19 und SARS-CoV-2 auf sich? Ich habe den Durchblick und verrate euch in nur 3 Minuten alles, was ihr wissen müsst. Jetzt echt? Natürlich nicht. Was denkst du, wer ich bin? Drosten? Nee. Lügenpresse. Zu Beginn des Lockdowns war alles ungewohnt, aber schon so ein bisschen abenteuerlich. Das größte Problem, das die meisten hatten, war die Tatsache, dass Netflix die Bitrate runtergeschraubt hat. Ah, da kann ich ja gleich wieder illegalen russischen Kinomitschnitt mit portugiesischen Untertiteln streamen. Aber es hat nicht lange gedauert, bis sich etwas anderes breit gemacht hat. Angst. Und zwar in vielfältiger Weise. Erstmal natürlich die Angst, dass sich Familie, Freunde oder man selbst sich ansteckt. Ich habe ein leichtes Kratzen im Hals. Bleib mir vom Hals! Leute im Urlaub hatten Angst, wegen geschlossener Grenzen nicht mehr zurück nach Hause zu kommen. Ein paar Freunde und ich saßen 5 Tage lang in Albanien fest, weil das Land innerhalb von 24 Stunden die Grenzen dicht gemacht hat. Andere Freunde waren teilweise 3 Wochen lang in einem anderen Land in Quarantäne. Manche wurden sogar richtig krass angefeindet. Der deutsche Pass hat da plötzlich auch nicht mehr geholfen. Und das kannten wir bisher noch nicht. Relativ schnell kamen dann Existenzängste dazu. Veranstaltungen wurden abgesagt, Läden geschlossen. Das kommt einem finanziellen Ruin gleich. Viele Menschen in meinem Umkreis und auch ich haben über Nacht fast alle Aufträge verloren. Ihr Selbstständigen habt doch eh nie was zu tun, oder? Oder? Auch die Angst, selbst zu kurz zu kommen, war lange nicht mehr so spürbar wie in den letzten Wochen. Die macht uns dann blind für den Überfluss, in dem wir tatsächlich leben. Und deshalb wurde auch gehamstert. Klopapier ist die neue Rolex. Nee, sorry. Wir haben alle Klopapier und Nudelwitze aus dem Skript gestrichen. Was? Das ist doch Comedy-Gold. Boah, ich kann so nicht arbeiten. Können wir den irgendwie austauschen? Ich könnte dir noch den anbieten. Ja. Dann gibt es die Angst, dass die Reaktion der Bundesregierung unangemessen oder übertrieben ist. Dass die Vorsichtsmaßnahmen ein Einschnitt in unsere Freiheit und demokratischen Grundrechte sind. Dürfte ich da vielleicht doch nochmal einhaken? Nein. Naja, in Amerika muss man jedenfalls Angst haben, dass der Präsident Stuss redet. Vor wenigen Tagen hat er darüber philosophiert, dass man vielleicht Desinfektionsmittel trinken könnte zur Prävention. Daraufhin lief Twitter heiß. Not sure why we need to be the ones to tell you this, but don't drink bleach. Yep, es kann einem schon Angst machen, wenn Burger King mehr Common Sense hat als ein Präsident. Angst zu haben ist nicht immer schlecht. Sie bewahrt uns davor, leichtsinnigen Scheiß zu machen. Zeit für einen Backflip auf dem BMX. Traust du dir das schon zu? Sicher dat. Schwierig ist es, wenn Angst zu Hysterie führt. Zu Ohnmacht, zu Misstrauen, zu Überreaktionen. Es wird immer schwierig, wenn Leute ins Extrem rutschen. Spontane Selbstentzündung? Das ist neu. Ich möchte gerade in so einer ungewohnten, herausfordernden Zeit die Ruhe bewahren. Darauf vertrauen, dass die Entscheidungsträger in diesem Land, und das sind auch wir, auch vernünftige Entscheidungen treffen. Und darauf hoffen, dass wir die Sache bestmöglich überstehen. Wobei ich schon bald mal wieder zum Friseur müsste. Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist denn da draußen los?